Salut, heute geht es um das Relativpronomen lequel. Lequel wird im Deutschen mit welche oder welches übersetzt. Lequel benutzt man meistens, um Dinge zu beschreiben. Zum Beispiel Paul nous a montré la voiture qu'il aime. Paul hat uns das Auto gezeigt, das er mag. Il nous a montré laquelle il aime. Also das Auto, welches er mag. Aber wieso steht da jetzt nicht lequel? Je nachdem, wovon ich in dem Satz spreche, wird lequel verändert. Wenn ich jetzt von einem Stift, also le stylo, spreche, ein einzelnes männliches Nomen, dann bleibt lequel so. Wenn ich jetzt aber wie im Satz eben von la voiture, also einem einzelnen weiblichen Nomen spreche, dann wird aus lequel laquel. Vorne kann man den weiblichen Artikel la erkennen und hinten das L, also sie, also steht laquel für weibliche Nomen. Spreche ich aber von les stylos, also mehreren männlichen Nomen, dann verwende ich lesquels. Und wenn ich von les voitures, also mehreren weiblichen Nomen spreche, dann verwende ich lesquels. Lequel wird oft mit Präpositionen, wie zum Beispiel avec, verwendet. Le chat avec lequel j'ai joué. Die Katze, mit welcher ich spielte. Andere Präpositionen können sein pour, chez, sur, dans, sans oder contre. Bei der Präposition à gibt es aber eine Ausnahme. A und lequel werden quasi zusammengezogen. Aus A plus lequel wird okel. A plus laquel bleibt so a laquel. A plus lequel wird zu okel und a plus lequel wird zu okel. Zum Beispiel bei Les histoires sont cool. Paul s'intéresse à ces histoires. Ce sont les histoires auxquelles il s'intéresse. Das gleiche haben wir auch bei der Präposition de. De plus lequel wird zu duquel. De und laquelle bleibt auch wieder so, de laquelle. De und lequel wird zu desquels. Und D plus lequel wird zu dequel. Setze hier die richtigen Formen von lequel ein. Die Lösungen findest du in der Infobox. A plus!